Komplett der Schwung. Der Schwung komplett raus. Also gut, jetzt fahren wir den Übungsparcours runter. Hoffentlich ohne Blut, ne? Nicht so wie beim letzten Mal. Sie sind am Anfang der Strecke. Möchten Sie beginnen? Ah, leck mich doch am Arsch. So, das ist jetzt zwar kein offizieller Flow Trail Bad Weg, aber den 3 Meter sind wir jetzt schon mal nicht runter. Trotzdem Schräglage und pedalieren. Ganz schlimme. Ganz schlimme Kunde. So, doch, mach's gut. Ein Wurzel der Hacke. Ist immer noch der Wintersbergdreh. Muss ja. Nützt ja nichts. Drück mal ein. Und der Rude. Treppe. Treppenpassage. Krass. Krasse Scheiße. So, jetzt gefunden. Haseltal Trail. Schäferhügel mit Eisen. Also jetzt. Wir sind der letzte Abfahrt. Mein virtueller Partner hat das Ziel schon erreicht. Der Opa hat kein Intro gemacht. Okay, also. Servus Leute, der Obi war mal wieder on the road. Heute Flow Trail Bad Orb besucht, einmal komplett durch. Erste Mal ein Stück dann aufgefahren, weil ich kein Handynetz gehabt habe, habe ich die Strecken dann nicht runterladen können. Ja, jetzt bin ich da mal abgefahren, jetzt bin ich dann den Wintersberg Trail runtergefahren und am Ende habe ich gemerkt, Aufzeichnung läuft gar nicht. Ne? Muss ich dann irgendwie schaffen, die GPX-Dateien irgendwie zusammenzufügen, dass das hinten auch auf meinem Komoot-Account vermerkt wird. Aber ich habe hier Startradeln dabei mitlaufen lassen. Da sind die Kilometer auf alle Fälle drauf. Ja, war so eine ganz schöne Sache. Der Don Bosco ist ein wenig flach, da muss man relativ viel treten. Der Wintersberg Trail war am Anfang auch relativ flach, hat sie dann aber später noch voll eingegroovt, da hat man richtig schön runter bloggern können.
Jo, hat schon Spaß gemacht. Haselbach-Trail und sowas kann man auf alle Fälle mal wieder machen. Also dann, ich schneide wegen was zusammen. Schön, dass ihr dabei wart. Servus.